Hey Leute und willkommen zurück auf dem Videospielplatz. Final Fantasy VII, das Remake von Final Fantasy VII, ist diesen Monat wahrscheinlich das Spiel, das die meisten Leute sich herbeigesehnt haben. Und ich habe das Ganze gestern beendet und möchte mit euch meine Gedanken teilen. Und ich fange mal an mit den positiven Aspekten. Und das sind wirklich, wirklich viele. Denn Final Fantasy VII haut richtig raus, was Präsentation angeht. Die Grafik ist vor allem mit der PlayStation 4 Pro wirklich exorbitant gut, unfassbar detailliert, wundervolle Kampfeffekte, Licht und Schatten funktionieren sehr, sehr schön. Das Ganze sieht wirklich absolut atemberaubend und fantastisch aus. Genau das gleiche gilt für die generelle Präsentation des Ganzen. Ja, nicht nur die motion-gecapturten Bewegungen der Figuren wirken sehr realistisch, Mimik und Gestik der Figuren sind wirklich gut zu erkennen, auch bei denen, die jetzt nicht unbedingt ein menschliches Gesicht haben. Die Gegner sind auch alle wunderbar animiert, die Kämpfe sehen absolut spektakulär aus, wirklich, wirklich unfassbar gut. Und ich will gar nicht erst anfangen, über die sensationellen Zwischensequenzen zu reden. Die Zwischensequenzen waren ja in Final Fantasy VII auf der PlayStation 1 ein bisschen bahnbrechend. Das gab es noch nicht in so vielen Spielen, diese vorgerenderten Sequenzen, die es da gab. Und die gibt es natürlich jetzt hier auch. Die sind in Spielgrafik gehalten inzwischen und wirklich unheimlich gut choreografiert. Vor allem, wenn es um Kampfsequenzen geht. Wirklich absolute Spitzenklasse. Durch die Beschränkung des ganzen Spiels auf die Midgar-Region ist die dort stattfindende Geschichte deutlich ausgeschweifter und viel ausgereifter auch. Es gibt viel, viel detaillierter gestaltete Figuren, die im Original vielleicht noch farblos und unwichtig gewirkt haben, wie zum Beispiel die Avalanche-Mitglieder Jesse, Wedge und Biggs, die im Original mit dem bisschen Text, was die hatten, nicht so richtig Charakter bekommen haben. Die sind hier unheimlich gut kreiert worden, finde ich, mit sehr, sehr viel Persönlichkeit und haben auch viele wirklich schöne Szenen im Spiel erhalten. Das hat mich persönlich sehr gefreut. Aber nicht nur die drei, auch zum Beispiel in der Region, wo es um Don Corneo geht, wo man sich da einschleichen muss, um Tifa zu retten, gibt es ja drei Figuren, deren, ja, ich will nicht sagen, Liebe man sich ergattern muss, aber deren Aufmerksamkeit man erregen muss, um von denen quasi ein Ticket zu kriegen, um in Don Corneos Reich quasi eintreten zu können. Und auch diese drei Figuren, noch ein paar andere, die da stattfinden, sind sehr, sehr charakterbezogen, die ich im Original überhaupt nicht in Erinnerung hatte. Kann aber auch sein, dass die im Original in der Form gar nicht vorgekommen sind. Und auch bei so manchen Sidequests gibt es Figuren, die sehr, sehr viel Charme mit sich bringen, wie zum Beispiel The Angel of the Slums. Ich weiß tatsächlich gerade nicht, wie es im Deutschen heißt, ohne auf das Quest jetzt genauer eingehen zu wollen. Es ist eine Figur, die ich sehr, sehr witzig und sehr, sehr lustig fand. Und es freut mich einfach unheimlich, dass im Remake von Final Fantasy VII so viel mehr Persönlichkeit enthalten ist, durch halt Gesichtsmimik und die Möglichkeiten, die neue Technik halt einfach bietet, die wir auf der PlayStation 1 damals halt nicht hatten. Ein weiterer Punkt, der mich absolut umgehauen hat, ist die musikalische Untermalung. Die war im Original schon hervorragend, die ist im Remake von Final Fantasy VII absolut legendär. Zu jeder Zeit wird das Spiel mit absolut den richtigen Tönen untermalt. Epische Musik in den Schlachten, emotionale Musik in den Zwischensequenzen, wenn Charaktere Interaktionen haben etc. Wirklich, wirklich absolut toll. Sollte es das irgendwann mal zu kaufen geben auf CD, bin ich der Erste, der da zuschlägt und das im Außendienst im Auto dann laufen lässt. Und nicht nur die Musik, sondern auch die sprachliche Synchronisation von fast allen Figuren oder beziehungsweise ja, der Großteil der Figuren ist tatsächlich komplett synchronisiert. Die meisten Gespräche laufen verbal ab, nicht nur zwischen den Hauptcharakteren, sondern auch wenn man einfach durch die Straßen von Midgar, durch die Slums läuft, hört man links und rechts immer wieder Leute, die sich über Dinge unterhalten. Und das gibt dem Ganzen unheimlich viel Flair, wie ich finde. Die Synchronsprecher, zumindest die Englischen, machen einen unfassbar guten Job, wie ich finde. Auch wenn Barrett manchmal ein bisschen überzogen ist. Aber ich finde, diesen melancholischen Grumpy Cloud haben sie ganz wirklich gut eingefangen. Tifa und Aerith haben viel mehr Persönlichkeit gekriegt, als ich es aus dem Original kannte. Und auch Red 13 finde ich sehr, sehr cool. Auch die Bösewichte finde ich sehr, sehr gut synchronisiert. Vor allem Heidegger und den Shinra-Präsidenten. Absolut top.
Und ja, wie gesagt, Barrett ist manchmal ein bisschen überzogen, aber das passt zu seinem Charakter. Von daher geht das für mich auch in Ordnung. Angefangen hatte ich das Ganze mit der deutschen Synchronisation. Die hat mir allerdings leider gar nicht gefallen. Deswegen habe ich direkt wieder auf Englisch geschaltet. Das ist aber sowieso so ein Ding bei mir persönlich. Ich bin in der Regel mit deutschen Synchros von Videospielen nicht zufrieden und bevorzuge immer die englische Sprachausgabe. Zum Gameplay lässt sich sagen, dass es definitiv modernisiert worden. Ich bin nicht sicher, ob mit dem Original-Gameplay von Final Fantasy VII von vor knapp 20 Jahren heute wirklich jeder warm werden würde. Und ich finde, Square hat hier eine gute Brücke geschlagen, sowohl Action-Rollenspiel-Fans als auch Fans des klassischen rundenbasierten Spiels jeweils gerecht zu werden, denn man kann ja wählen zwischen der actionbasierten Kampfvariante und der Classic-Variante, wo man zwar auch die Möglichkeit hat, aktiv den Knopf zu drücken, um das Schwert zu schwingen, man kann sich aber auch gediegen zurücklehnen und warten, bis die ATB-Gauge, also diese Active-Time-Battle-Leiste, vollgegangen ist, um dann einfach seine Special-Abilities rauszuhauen. Ich persönlich habe mit der Classic-Variante gespielt, habe aber in der Regel trotzdem auch aktiv mitgekämpft. Der kleine Nachteil dabei ist, dass wenn man Classic wählt, man automatisch den leichten Schwierigkeitsgrad wählt. Das heißt, ich habe das Spiel auf leicht durchgespielt. Es ist durchaus möglich, dass die Herausforderung, wenn man mit der Action-Variante spielt, im normalen Schwierigkeitsgrad deutlich höher ist. Ich bin in meinem Durchgang, der knapp 32 Stunden gebraucht hat, ich glaube, einmal gestorben. Und da habe ich wirklich einfach nicht aufgepasst. Und ansonsten war das Spiel relativ einfach für mich. Wie gesagt, wenn man nicht mit der Classic im Easy-Mode spielt, kann das durchaus etwas fordernder sein. Aber wie gesagt, ich glaube, da sind beide Lager einigermaßen bedient worden. Soviel zu den positiven Aspekten. Es gibt auch ein paar Dinge, die mir nicht hundertprozentig gefallen haben. Und zwar zum Beispiel, dass wir nur 4 spielbare Charaktere haben. Ja? Cloud, Aerith, Tifa und Barrett natürlich. Das ist ja auch quasi die Haupttruppe von Final Fantasy VII. Aber kurz, ja, sagen wir, so ein Viertel vor Ende des Spiels stößt auch Red 13 zur Gruppe, also dieser genmanipulierte rote Hund-Katze, man weiß nicht genau, was es ist, irgendein Wesen, das von Shinra kreiert wurde. Super coole Figur, habe ich im Original sehr, sehr gerne gemocht, ist hier in diesem Teil des Remakes aber leider nur passives Partymitglied. Also er begleitet uns durch den Rest des Spiels. Wir können ihn aber nicht aktiv steuern. Ich hoffe, dass sich das mit dem nächsten Teil des Remakes ändert und Red 13 dann auch fest zur Gruppe gehört. Das würde mich persönlich sehr, sehr freuen. Ein zweiter Aspekt, den ich nicht immer super fand, war während der Kämpfe die Kameraperspektive. Die kann man zwar selber ein Stück weit justieren, aber häufig sind Dinge stattgefunden außerhalb meines Blickfeldes. Gerade wenn mehrere Gegner da waren, kriegt man nicht immer mit, wo sind gerade die anderen Figuren, wenn ich denen irgendwelche Kommandos erteilt habe, weil auch Line of Sight eine Rolle spielt. Und ich sag zum Beispiel, Barrett benutzt Blitz auf den Gegner und kriegt dabei aber gar nicht mit, dass Barrett vielleicht gar keine Sichtlinie zu dem Gegner hat und seinen Blitzzauber dann quasi gegen den Pfosten haut. Das fand ich nicht immer optimal. Er hätte allerdings auch keine Idee, wie man es besser machen könnte. Von daher will ich da gar nicht meckern. Und als letztes, das Spiel ist relativ linear. Also die Hauptstory ist definitiv linear. Da hat man wenig Möglichkeiten, nach links und rechts auszuweichen. Es gibt zwischendurch immer mal wieder Abschnitte, wo man die Möglichkeit hat, optionale Nebenquests zu machen. Da ist man dann etwas freier in der Gestaltung seines Weges. Letzten Endes ist der Weg, den man geht, aber trotzdem ziemlich vorgegeben. Was aber dem Original entspricht, also Final Fantasy VII auf der PlayStation 1, hat sich auch erst nach dem Midgar-Part quasi wirklich geöffnet, sodass man auf der Oberweltkarte sich bewegen konnte, verschiedene Orte ansteuern könnte. Und bis dahin sind wir ja an der Stelle noch gar nicht, sondern bis dahin geht das Spiel. Also wir spielen die komplette Midgar-Variante durch und in dem Moment, wo man Midgar quasi hinter sich lässt, warten wir dann jetzt auf den nächsten Teil des Remakes und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Als Fazit bleibt mir zu sagen, ich liebe Final Fantasy VII, das Remake. So muss es gemacht werden. Also wer immer von euch Game Developern da draußen sich an irgendein Remake wagt, nehmt euch ein Beispiel an Final Fantasy VII, nehmt euch ein Beispiel an Resident Evil 2 und macht das vernünftig. Square hat es hier wirklich geschafft, die ersten 5 bis circa 8 Stunden des Originalspiels auf eine
circa 35 bis 40 Stunden andauernde Story auszuweiten, die wirklich jeden Penny wert ist. Also unabhängig davon, ob ihr das Original Final Fantasy VII gespielt habt oder jetzt komplett neu einsteigt, vielleicht auch mit Final Fantasy vorher gar nichts zu tun habt, dieses Spiel ist so gut, da sollte sich wirklich niemand entgehen lassen. Von mir gibt es eine uneingeschränkte Kaufempfehlung für Final Fantasy VII, das Remake. Es lohnt sich absolut. Das war's von mir. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, klickt auf Subscribe, gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier auf dem Videospielplatz. Mein Name ist Joe. Bye, bye.